Ach, ihr Menschen, ich hoffe, es gibt Kartoffelsuppe zum Moloch-Mittwoch. So, hier haben wir eine Kassette, die ist, also die Kassette an sich ist ja sehr schön hier mit dieser Schlinge hier, das gefällt mir sehr gut. Aber was haben wir denn hier? Wir haben hier die Band Moloch natürlich. Und zwar das Album Misanthropie ist der einzige Weg zur Reinheit. Limitiert auf 500 Einheiten, I Am Your End Productions Nummer 006. Und ja, bei diesem Tape habe ich mir so gedacht, wer ist denn eigentlich auf die scheiß Idee gekommen mit diesem Moloch-Mittwoch? Und habe ich gedacht, so, das war ja ich. Ja, das ist so ein Tape. Wenn man schon Sachen vorher vom Moloch gehört hat und dann das Ding hier hört, dann hört man so Sachen, die man schon gehört hat von Moloch, und das ist keine Spaßhörung und so weiter. Versteht ihr, was ich meine hier? Es war irgendwie alles schon da und es ist irgendwie uninteressant und ach, es ist, ja, es könnte alles besser sein. Und ja, und hier ist auch wieder mit dem Tape, das ist wieder wahrscheinlich so ein billiges russisches Tape hier. Auf der zweiten Seite die ersten paar Minuten leiern wieder ohne Ende. Da ist das Band auch sehr seltsam aufgewickelt und verschoben und keine Ahnung was. Obwohl ich vor- und zurückgespult habe, trotzdem so eine Scheiße. Naja, bekommt von mir eine Wertung im Gesamten von 4,2. Finde ich allerdings noch ziemlich hochgegriffen. Ja. Weil es ist, ja, es sind ein paar gute Sachen dabei, aber das hat man auf den anderen Tapes schon fast genauso und eigentlich noch besser. Und ja, es ist nicht so der Bringer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier so das tollste Moloch-Werk ist. Hat mich ziemlich genervt, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch so, ich will so mein scheiß Bett. Und bin froh, dass ich die Scheiße durchgehört habe. Das war kein Spaß hier. Nee. Soll ich sonst noch was sagen? Ja. Wie immer, Moloch, Ukraine, Dark Ambient, so wie Borsum, keine Songs, sondern eher so Sessions bzw. Improvisationen, Klangskulpturen, auch mal mit übelst verzerrter Gitarre und einem durch Mark und Bein fahrendem Geschrei, manchmal auch alles ganz verzerrt und mit stumpf im Schlagzeug und so weiter und so fort. Ist eher experimentell und mehr so in Richtung Krach und so. Also ja, ne? Ist nichts für jedermann. Und obwohl ich Moloch eigentlich vom Sound her mag, ist das Ding da jetzt auch nichts für mich, muss ich sagen. Das war so nichts hier. So, ne? Gut. Also im Gesamten dauert das Ding 75 Minuten, 20 Sekunden. Ja, und ist von 2008. Wunderbar, gut, dann wisst ihr Bescheid und ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss.